Herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen bei der mittlerweile 51. Ausgabe unserer Reihe Projekte des Wandels. Unser heutiges Thema lautet: Wann lernen Gesellschaften? Ja, mein Name ist Hans Holzinger und ich darf durch den Abend führen. Kurz zum Ablauf: Nach einer Einführung ins Thema durch mich werde ich mit Salzburger Kollegen und Kolleginnen, die mit teilweise schon sehr lange im Bereich der Umweltbildung, der Nachhaltigkeitsbildung, des globalen Lernens tätig sind, ein Gespräch führen. Ich werde Sie fragen, wann glaubt ihr, lernen Gesellschaften und was kann Bildung dazu beitragen? Meine Gäste heute sind alle Mitglieder eines Netzwerks, das wir geschaffen haben schon vor einigen Jahren. Das heißt Netzwerk Salzburger Netzwerk Bildung für nachhaltige Entwicklung und globales Lernen, Sabine. Das Netzwerk ist auch der Mitveranstalter. Es geht natürlich auch um Corona heute, aber was lernen wir aus der Corona-Pandemie und den Maßnahmen? Das heißt, die Veranstaltungsreihe ist auch Teil einer Reihe von verschiedensten NGOs in Salzburg, die sich zusammengeschlossen haben unter dem Titel Corona Lectures. Ja. Viele waren ja schon öfter dabei bei uns. Für die, die neu sind, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Das heißt, ich bitte, das Video auszuschalten. Aber ihr könnt euch, Sie können sich dann Ihre Fragen, Ihre Beiträge per Chat an uns stellen. Meine Kollegin Carmen Bayer wird die Fragen sammeln und in die Runde weitergeben. Für wen zu am Neues, mitten unten am Desktop findet man sozusagen einen Button, wo steht Chat und da klickt man sie drauf, da kann man dann seine Sachen reinschreiben. Ja, kurz zur Einführung ins Thema. Lernen ist eben ein individueller Prozess. Es geht um die Aneignung von Wissen, um die Aneignung von Werthaltungen, auch um die Aneignung neuer Verhaltensroutinen. Warum fragen wir jetzt doch, wann lernen Gesellschaften? Wir denken, das Thema Nachhaltigkeit ist eine sehr große Herausforderung und sie kann nicht nur auf individueller Ebene behandelt werden, sondern es braucht eben das Verändern ganzer Gesellschaften. Und ich blicke selbst schon auf gut 20 Jahre Bildung für nachhaltige Entwicklung zurück und habe gesehen, dass lange Zeit der Fokus nur auf individuelle Verhaltensänderung gelegt wurde. Sogenannte Gestaltungskompetenz ist ein sehr wichtiger Begriff im Rahmen von BNE. Und jetzt geht man dazu über, das ist zu wenig. Wir müssen auch gemeinsam mit Erwachsenen oder auch in der Schule darüber reflektieren, nicht nur über das Was, was notwendig ist, sondern auch wie. Wie kommen wir dorthin? Und mit dem beschäftigt sich eben Transformationsforschung. Sie schaut sich an, wo sind die Gelingensfaktoren, wo auch sind die Hürden, wo sind die Barrieren für Veränderung. Und analog dazu sprechen wir eben von Transformationsbildung, dass wir nicht nur uns anschauen, was muss sich ändern, sondern dass wir auch gemeinsam in den Reflexionsprozess eintreten. Wie kommen wir dorthin, beziehungsweise auch, warum geht manches so schleppend voran? Warum ist das wichtig? Ich denke, man muss in dem Bereich durchaus auch Zweifel zulassen, wenn jemand sagt, ja, was kann ich schon verändern, wenn nicht alle anderen mittun? Das ist im Grunde eine sehr reflektierte Haltung. Es geht in der Tat darum, dass sich viele oder dass sich auch alle ändern. Ja. Es geht auch um die Reflexion dessen, wer hat welche Verantwortung, wer hat welche Zuständigkeiten. Als Individuum allein bin ich nur für einen gewissen Bereich oder Teil verantwortlich. Ja. Und ich denke, ich konnte für die Robert-Jung-Bibliothek ein Arbeitspapier machen, das sozusagen den Titel für uns heute gegeben hat, Wann lernen Gesellschaften? Und habe gesehen, man kann daraus lernen aus verschiedensten Disziplinen. Zum Beispiel aus der Psychologie, wie gehen wir um mit Verdrängung? Wir müssen sehr viel verdrängen. Jeden Tag gibt es wieder neue Horrormeldungen. Man weiß auch, die einen verhungern und die anderen häufen Reichtümer an. Wie gehen wir mit solchen Fragen um? Kognitive Dissonanzen. Es gibt einen neuen Ansatz, der heißt, YOLO-Prinzip soll sich ausbreiten. You only live once, wenn schon alles den Bach runtergeht, jetzt noch gut leben. Oder den Mind-Action-Gap. Das ist die Differenz, die Kluft zwischen Denken, Wert, Wissen und Handeln. Kann man sagen, ja,
Denken ist das eine und Handeln ist das andere, ist viel schwieriger. Man kann daraus aber auch den Schluss ziehen, wenn sich das Bewusstsein, das Denken schon verändert hat, dann muss es auch Sinn, wäre, könnte es notwendig sein, dass die Politik mutigere Schritte setzt. Das weiß man übrigens auch aus der Kognition, aus der Forschung über kognitive Dissonanz, dass es Menschen entlastet, wenn die Politik sagt, ja, wir machen das jetzt so. Man kann die Erkenntnisse der Konsum- und Zufriedenheitsforschung heranziehen, dass ja, Konsum natürlich auch seine schönen Seiten hat und auch seine Fallen hat. Darüber zu sprechen, glaube ich, ist wichtig. Aus der Ökosystemforschung können wir lernen, dass es in der Tat so etwas wie ein Gefangenendilemma gibt, wenn sich nicht alle verändern und alle Staaten mittun, zum Beispiel bei Klimawandel, dann wird es nicht reichen. Ganz wichtig finde ich auch, dass wir die Erkenntnisse der Politikwissenschaft ernst nehmen. Da gibt es zum Beispiel den Akteursansatz, dass man gemeinsam reflektiert, welche Akteure haben in welchen Konstellationen, spielen da welche Rolle, wie kommen Gesetze, wie kommen Entscheidungen zustande, wo sind Bremser, wo sind Widerstände, gibt es Lobbys? Und ich denke, in der Schule wie auch in der Erwachsenenbildung ist es wichtig, auch diese Fragen gemeinsam zu reflektieren. Insofern ist Bildung für nachhaltige Entwicklung auch wesentlich politische und auch wirtschaftspolitische Bildung. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich denke, ein sehr wichtiger Ansatz ist der sogenannte Multilevel-Ansatz. In Vorträgen werde ich häufig gefragt, was sollen wir tun? Und ich denke, ja, wir müssen arbeitsteilig auch hier vorgehen. Jede soll dort aktiv werden, wo er sie tätig ist und nicht nur sozusagen im Bereich des individuellen Verhaltens, sondern auch dort, wo ich mein Berufsfeld habe, mich einzubringen. Und Multilevel-Ansatz sagt, ja, wir brauchen Veränderungen auf allen, auf vielen Ebenen, auf Gesellschaftsebene, auf politischer Ebene, auf den verschiedensten politischen Ebenen. Ja. Von mir jetzt noch zum Schluss ein paar Gedanken, was lernen wir aus der Pandemie? Im Gefolge dieses Arbeitsprojekts konnte ich dann eben dieses Buch machen, Post-Corona-Gesellschaft, was wir aus der Krise lernen sollten. Häufig hört man jetzt, ja, in der Corona-Krise hat die Politik Handlungsfähigkeit gezeigt, warum das nicht auch bei anderen Fragen wie Umweltfragen, Klimafragen. Das ist eine berechtigte Frage. Andererseits sehen wir jetzt, dass es schon schwierig wird, dass es Widerstände gibt gegen die Maßnahmen zur Pandemie. Das heißt, die Widerstände beim Klima werden nicht geringer sein. Wir sehen durch die Pandemie auch, dass sie wie ein soziales Brennglas wirkt. Menschen, die vorher schon benachteiligt waren, sind jetzt durch diese Maßnahmen noch größer. Ich denke, wir müssen daraus lernen, dass wir, wenn es um sozialökologischen Wandel geht, auch jene mitnehmen, die Angst haben, berechtigte Angst haben, zu den Verlierern des Wandels zu gehören. Und mein letztes, ich denke, es gibt einen großen Unterschied zwischen Pandemien, die ja für uns jetzt etwas sehr Neues war, wir kannten das ja nur aus der Geschichte oder von weit weg von uns, Asien oder Afrika, und trotzdem nehmen wir das als etwas wahr, das wird vorübergehen, wir können uns schützen und sogar regionaler Schutz ist möglich, wenn auch Pandemien etwas Globales sind, gehe jetzt nicht im Detail darauf ein, aber bei der Klimakrise müssen eben alle mittun und insofern ist das, glaube ich, von ihr noch ein wichtiger Aspekt. Zum Schluss kommend, in der Transformationsforschung gibt es sozusagen vier Ansätze aus meiner Sicht, die sich dann auch ineinander greifen. Die einen sagen, wir lernen nur aus Schaden. Das ist bei einer Umweltkatastrophe oder bei einer, wie jetzt bei der Pandemie, da haben wir sozusagen ein negatives Ereignis und wir müssen uns dagegen wehren oder wir müssen sagen, uns verhalten gegenüber. Die Schwierigkeit bei Nachhaltigkeits, bei der Frage Umsteuerung zu nachhaltigen Gesellschaften ist eigentlich der Auslöser des, dass es uns so gut geht, plus minus. Das heißt, hier müssen andere Dinge greifen. Wir brauchen neue Erzählungen von einem guten Leben, weil im Grund ist nicht sozusagen eine unmittelbare Bedrohung, sehen wir nicht, sondern es geht uns ja eigentlich gut und von daher ist das, muss man hier. Eine zweite Gruppe sagt, ja, man kann durchaus aus Einsicht lernen, also antizipierendes Lernen, da ist die Schule, da ist die Erwachsenenbildung gefragt. Auch Lernen aus Einsicht hat natürlich auch seine Grenzen. Andere sagen, wir lernen hauptsächlich durch Vorbilder.
Das ist sogenannter Ansatz der Pioniere und Pionierinnen des Wandels. Wenn einige Neues erproben, dann sieht man, dass es funktioniert und dann kann das sozusagen übergeleitet werden, dass das zum Mainstream wird. Wenn das noch von der Politik unterstützt wird, umso mehr. Dann gibt es eine letzte Gruppe. Ich gestehe, ich füge mich auch dieses Jahr zugewandt, die sagt, wir lernen eigentlich nur durch neue Regeln. Das heißt, wenn es neue Bedingungen gibt und die müssen dann die Politik setzen. Soweit einmal in Kürze von meiner Sicht. Und ich komme jetzt eben zum aus meiner Sicht sehr spannenden Runde mit meinen Gästen, die ich jetzt nacheinander vorstellen werde und auch befragen. Wir beginnen bei etwas sehr Großem, nämlich dem globalen Lernen. Und ich darf hier die Heidi Grobauer willkommen heißen. Sie ist Geschäftsführerin von Comment. Das ist ein Unternehmen, das sich mit Entwicklung und Kommunikation auseinandersetzt, macht unter anderem auch Evaluierung von Entwicklungsprojekten. Und Heidi Grobauer ist Organisatorin des Universitätslehrgangs Global Citizenship Education. Es geht hier um Weltbürgerinnenschaft. Liebe Heidi, ich glaube, du bist da. Was glaubst Ja. du, wann lernen Gesellschaften und ist in Zeiten wie diesen Global Citizenship Education, wo alle eigentlich Angst haben, es geht wieder um Abschottung, ist das überhaupt umsetzbar? Ja, danke für die Einladung vorerst einmal. Wann lernen Gesellschaften? Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Frage, die wir uns in unserer Bildungsarbeit seit vielen Jahren stellen. Und man könnte ja zu einem sehr negativen Befund kommen, wenn man sich ein bisschen auch die Geschichte der Bildung für nachhaltige Entwicklung oder unserer Befassung mit ökologischen Fragen, mit Entwicklungsfragen anschaut. Wenn wir zurückdenken, 1972 gab es das erste Mal den Bericht des Club of Rome zu Grenzen des Wachstums. Wir haben 1987 den Brundtland-Report gehabt, Our Common Future, wo das erste Mal das Leitbild für nachhaltige Entwicklung dargelegt worden ist. Es gab 1992 die erste große UN-Konferenz zu Umwelt und Entwicklung, die auch schon sehr sehr stark thematisiert hat, dass wir eben von nicht nachhaltigen Lebensweisen abgehen müssen und zu nachhaltigeren Formen des Konsumierens, des Produzierens und des Lebens kommen müssen. Wir können zurückblicken auf eine Dekade der Bildung für nachhaltige Entwicklung von 2005 bis 2014. Und letztlich haben wir jetzt seit 2015 die sogenannten Sustainable Development Goals, die eigentlich alle Staaten in die Pflicht nehmen, zu sorgen dafür, dass wir uns auf den Weg in in Richtung einer nachhaltigen, ökologisch und sozial verträglichen Entwicklung machen. Und wenn man sich das anschaut, dann könnte man eigentlich zu einem sehr negativen Befund kommen, dass man auch sagen könnte, Gesellschaften lernen offensichtlich nur, wenn es zu ganz großen und starken Krisen kommt. Ich gebe aber noch eine andere Antwort auf diese Frage. Ich denke, wir, gerade alle diejenigen, die wir in der Bildungsarbeit tätig sind, wir haben sowas wie eine pädagogische Hoffnung. Und die heißt, Gesellschaften lernen aus Krisen. Und zwar nicht erst, wenn es zu spät ist, sondern doch auch schon, wenn die Krise oder die Krisenerscheinungen sehr spürbar sind. Und wir haben letztlich auch diese starke pädagogische Hoffnung, dass wenn Individuen lernen, auch Gesellschaften lernen. So einfach ist es zwar nicht, aber auf das setzen wir in unserer Bildungsarbeit natürlich sehr stark. Das führt mich dann auch ein bisschen schon zu der Frage, was tun wir? Und auch Global Citizenship Education, ja, Global Citizenship Education ist sozusagen ein Bildungskonzept, das ganz stark in den Mittelpunkt stellt, diese Zugehörigkeit von uns allen zu einer menschlichen Schicksalsgemeinschaft letztlich und das sehr stark in den Vordergrund stellt, eine planetarische Sichtweise. Es geht also um die Menschheit an sich, um das Zusammenleben von Menschen weltweit, aber es geht auch um die Frage, wie gehen wir mit unserer Umwelt um. Und
Ein weiterer Punkt, der sehr stark im Mittelpunkt von Global Citizenship Education steht, ist eben auch die Rolle, die wir als Einzelne einnehmen in dieser notwendigen Transformation, die du, Hans, ja schon sehr klar angesprochen hast, nämlich als nicht nur als Individuen, sondern vor allem auch als Bürger und Bürgerinnen, das heißt als politisch denkende und handelnde Menschen. Und das ist sozusagen, steht so im Mittelpunkt unserer Bildungsarbeit auch. Ja, danke, Heidi Grubauer. Wir bleiben beim globalen Lernen. Ich darf jetzt begrüßen die Sonja Schachner. Sie ist Bildungsreferentin des Vereins Südwind Salzburg, der entwicklungspolitische Bildungs- und Bewusstseinsarbeit betreibt. Sonja, du bist stark auch, arbeitest in Schulen mit Workshops, neben dem, dass sie auch Kampagnen macht zu Umwelt, zu Nord-Süd-Themen. Welche Erfahrungen und welche Einschätzungen hast du sozusagen bei der Jugend, bei den Jugendlichen, die du in deinen Workshops machst? Und natürlich auch an dich die Frage, warum glaubst du, wann lernen Gesellschaften? Danke, Hans. Danke für die Einladung. Ich möchte starten, wie ich heute hergefahren bin, bin ich bei Frauen vorbeigeradelt, die haben gerade gesprochen, was soll das heißen, back to normal. Die waren so beim Spazieren und haben dann gesagt, es soll nicht back to normal sein, sondern back to better. Und ich habe mir dann gedacht, es passt eigentlich hervorragend dorthin, wo ich jetzt gerade hin will. Ich konnte leider nicht weiter zuhören, es wäre spannend gewesen, was sie alles gesagt haben. Aber es trifft so ein bisschen den Punkt, wo ich beginnen möchte, und zwar better. Das heißt, Gesellschaften lernen, wenn auch grundsätzlich mal die Bereitschaft besteht, sich neu auszurichten und neu zu orientieren. Das heißt, sich auch einzugestehen, dass Veränderungen notwendig sind hin zu einem nachhaltigeren Leben, einer Veränderung, grundsätzlich einer systemischen Veränderung, auch wenn man noch nicht genau weiß, wie man dorthin kommen kann. Aber auf jeden Fall ist klar, es muss eine neue Bewertung geben. Der bisherige Weg führt nicht zu diesem Ziel. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Erscheint immer sehr wichtig, Diskussionsräume und Räume zu schaffen, wo demokratische Aushandlungsprozesse stattfinden können. Denn die Gesellschaft ist ja besteht nicht aus einer homogenen Gruppe, sondern besteht auch sehr, hat sehr viele verschiedene Interessen, die sie vereint. Und diesen Diskurs und Möglichkeiten auch voneinander zu lernen, ich glaube, das wäre etwas, was sehr notwendig ist. Eine Herausforderung ist auch das auch schon angesprochene, der Einzelne, die Individualisierung in der Gesellschaft. Es ist nicht so einfach, sich als Teil von Gesellschaft zu empfinden. Und der Weg vom Einzelnen zu einer Gemeinschaft, zu einer Gemeinschaftserfahrung, etwas zu finden, was einen gemeinsam umtreibt, wo man daran arbeitet. Ich glaube, das kann was sehr Motivierendes sein. Aber da besteht natürlich dieser Gap. Wie kommen wir dahin, ja, von dem Einzelnen zu einer Gesellschaft oder zu einem Gemeinschaftsgefühl? Und so diese Emotionen, die da auch sehr hilfreich sind, auch gemeinsam Spaß zu haben, wenn man an Projekten arbeitet, alles das würde vieles erleichtern. Es ist klar, wir wissen sehr viel, wie zum Beispiel eine nachhaltigere Welt aussehen kann. Das Wissen führt noch nicht automatisch dazu, dass wir es umsetzen. Ich denke, dass aber sehr stark hilft, wenn wir das Gefühl haben, dass unser Bemühen, dass unser Verhalten selbst etwas bewirken kann. Das heißt, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu haben, dass ich sehe, wenn ich mich bemühe, in meinem Leben was umzusetzen, wenn ich versuche, mich zu beteiligen, da bekomme ich etwas zurück. Da entsteht mitunter auch ein Gemeinschaftsgefühl, da können sich gemeinsame Ziele entwickeln, die können das Lernen in Gesellschaften erleichtern. Verschiedene Akteure in der Gesellschaft sind natürlich unterschiedlich in der Verantwortung. Das wurde auch vorhin schon angesprochen und ich kann von den vier Ansätzen der Transformationsforschung eigentlich jedem irgendwo was abgewinnen, weil ich denke, so unterschiedlich wir auch alle sind, wird nicht alles für jeden passend sein. Was Südwind beitragen kann, ich denke, unsere Rolle liegt auch ganz stark darin, immer wieder Themen immer wieder und wieder einzubringen, die im Alltag oft verloren gehen, Fragen nach Gerechtigkeit zu stellen, Ungleichheit zu thematisieren, Ungleichbehandlung, auch auf
die Verletzung von Menschenrechten hinzuweisen, die zum Beispiel passieren in der Herstellung der Konsumgüter, Ursachen von Migration auch anzusprechen. Im globalen Lernen versuchen wir gemeinsam globales Lernen und Global Citizenship Education den Bezugsrahmen zu erweitern hin zu einem globalen Horizont, weil es ja auch klar ist, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, können wir nicht alleine als Staat, sondern da braucht es eine internationale Gemeinschaft, da braucht es auch so etwas wie die Weltgesellschaft, die da zusammenarbeitet. Es ist auch wichtig zu zeigen, dass viele dieser Zukunftsthemen ja sehr stark und eng zusammenhängen und dass Werte, die wir in der Gesellschaft vorgeben, zu vertreten, dass wir die auch in diesen Themen umsetzen müssen. Ein Beispiel möchte ich noch sagen, weil du die Arbeit mit jungen Menschen angesprochen hast, Jugendlichen. Wir haben sehr viele Projekte, die sich an die Zielgruppe 15- bis 35-Jährige, also Jugendliche und junge Erwachsene, richten. Da gibt es einen ganz starken Fokus auf den Bereich zu ermöglichen, dass junge Menschen sich selbst als Changemaker wahrnehmen können, dass sie Handlungen ausprobieren können, dass sie Projekte initiieren, dass sie ausprobieren, selber als Teil der Gesellschaft eine aktive Rolle einzunehmen. Und dazu gehört natürlich schon zum einen die Bereitschaft für individuelle Handlungen, aber da gehört auch dazu, sich im Rahmen der politischen Bildung auseinanderzusetzen und den politischen Charakter an der Themen wahrzunehmen. Ja. Zum Beispiel in einem der Projekte wird die Methode gewählt des Debattierens. Es gibt einen Debattierwettbewerb. Das heißt, in einem anderen Projekt gibt es eine Challenge. Das heißt, wir versuchen da Methoden zu finden, die für junge Menschen auch interessant sind und mal eine Abwechslung und somit in diese Themen hereinzukommen. Zusätzlich dazu gibt es so ein klassisches Workshop-Angebot, das wir schon sehr lange durchführen, wo auch immer wieder ganz ein spannender Aspekt ist, dass die Mitsprache von den Jugendlichen selber immer sehr stark eingefordert wird. Ja. So viel fürs Erste. Ich denke, zur Erwachsenenbildung gibt es eh noch mehrere Leute, die dazu was sagen werden. Danke. Ja, danke mal, Sonja Schacher. Wir kommen jetzt wirklich zur genuinen Erwachsenenbildung und ich darf da als Ersten begrüßen den Jakob Reichenberger. Jakob Reichenberger ist Direktor von St. Virgil Salzburg, einem, ich glaube, dem größten Bildungszentrum der Erzdiözese Salzburg. Und seine Schwerpunkte sind Gesellschaft, Religionen und eben nachhaltige Entwicklung. Und St. Virgil ist, so wie die Robert-Jung-Bibliothek, auch Partner des Landesprogramms der Energie- und Klimastrategie Salzburg 2050. Jakob, auch an dich die Frage. Bei euch ist es durch Corona sicher jetzt auch schwieriger geworden, in diesem Jahr Bildungsveranstaltungen durchzuführen. Welchen Beitrag siehst du in der Erwachsenenbildung zu den Themen, die anstehen? Und wie schätzt du es ein Lernen unserer Gesellschaften derzeit? Ja, schönen guten Abend. Für uns ist natürlich als Bildungseinrichtung, das einen idealistischen Bildungsbegriff verfolgt und hat, bei dem Bildung eine transformative Kraft besitzen kann und soll, diese Frage, wann lernen Gesellschaften, eine ganz wichtige Hintergrundfolie, wenn wir Bildungsprojekte konzipieren und planen. Ich habe Ihnen jetzt drei Thesen mitgebracht, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. So ein bisschen ein Hintergrund, auf dem wir immer aufbauen, wenn wir an Bildungsprojekte rangehen. These 1 ist, eine Dimension des Lernens ist Veränderung. Ich kann beobachten, ob etwas gelernt wurde, wenn sich Praktiken, gesellschaftliche Praktiken verändern. Ich lade Sie kurz ein zu einem Schnelldurchlauf des vergangenen Jahres anhand des vielleicht nicht so beliebten Beispiels der Maske oder des Mund-Nasen-Schutzes. Im März oder April letzten Jahres haben wir sehr stark darüber diskutiert, ob die Maske überhaupt etwas bringt. Nach dem ersten Lockdown wurden wir von der Maske befreit mit den Worten: Schmeißen Sie die Maske nicht weg, wir werden sie noch brauchen. Sommerliche Urlauberinnen und Urlauber in Italien und Kroatien konnten sich, als in Österreich noch ein eher sorgloser Sommer vorbeizog, schon an das Gefühl der Maske in bestimmten Bereichen gewöhnen. Zu Ende des Sommers war es dann auch in Österreich wieder massiv da, das Comeback der Maske. In zunehmend mehr Bereichen wurde es Pflicht, eine Maske zu tragen, und mittlerweile merken wir,
dass es selbst beim Skifahren bei Minusgraden nicht unbedingt ein Nachteil ist, eine FFP2-Maske vor dem Gesicht zu haben oder dass bei Demos kein Zeichen einer Zugehörigkeit zum schwarzen Block vorhanden ist, wenn man eine Maske trägt. Hier hat sich eine Praxis verändert. Hier hat sich zumindest in Teilen der Gesellschaft ein Lernprozess vollzogen. Das heißt noch nicht, dass das Gelernte auch richtig ist, aber wir können lernen, wie Lernprozesse funktionieren. Wir wurden immer wieder mit der Frage konfrontiert, wie wir uns schützen und die Pandemie eindämmen können. Eine Antwort darauf schien oder war oder ist die Maske. Die Maske kommt in gewissen Routinen zur Anwendung. Ich gehe in den Supermarkt, ich muss eine Maske tragen. Ich steige in den Zug, ich muss eine Maske tragen. Ich treffe einen Freund, natürlich nur, wenn die aktuelle Schutzmaßnahmenverordnung dies erlaubt. Und plötzlich habe ich ein eigenartiges Gefühl, keine Maske aufzuhaben. Diese Routinen können verändern. Routinen können aber auch Organisationen verändern. Veränderte Organisationen ändern Gesellschaft. Ein Zitat eines Münchner Soziologen vom Armin Nassee, da stellt sich die Frage, wie verändert man eine Gesellschaft? Und die Antwort darauf ist, indem man die Institutionen verändert. Institutionen sind eine wesentliche Ressource für gesellschaftliche Lernprozesse. Wenn ich eine Gesellschaft verändern möchte, muss ich Lernprozesse in Institutionen verankern. Es bedarf der Implementierung von neuen Routinen, die die Institution zwingt, sich mit Lernen auseinanderzusetzen. Das machen viele Qualitätsmanagementsysteme und ich bekenne mich hier als großer Fan von solchen Systemen. Wir in St. Virgil haben drei Systeme, die es mit sich bringen, dass wir uns in regelmäßigen Abständen mit gewissen Fragen auseinandersetzen. Im Umweltmanagementsystem EMAS, in einem Qualitätsmanagementsystem für die Erwachsenenbildung, aber auch über die Gemeinwohlbilanz. Und dieses ständige sich mit Fragen auseinandersetzen verändert unsere Institution. These 3, gesellschaftliches Lernen braucht den Dialog. Damit solche Routinen nicht zum Zwang werden, so wie es die Sonja vorhin erwähnt hat, braucht es Orte des Dialogs. Und hier bin ich wieder beim Individuum, das aber auch einen Wirkbereich hat. Jedes Individuum wirkt weiter. Noch einmal Armin Nassee mit demselben Zitat. Willst du eine Gesellschaft verändern, verändere ihre Institution. Und an diese Institutionen kommen wir nur über die Individuen. Und da darf ich ein Beispiel noch zum Abschluss anführen, wo ich finde, dass solche Veränderungsprozesse gelingen. Ich habe gesehen, die Barbara Wick vom Friedensbüro ist da und für mich ist das so ein schönes Beispiel in einer gemeinsamen Tagungsreihe, wo wir unterschiedliche Themen setzen und aufgreifen, gehen wir immer so vor. Wir setzen ein Thema, das wir für relevant erachten. Und dann erarbeiten wir nicht sofort das Konzept, sondern wir laden Stakeholder ein, um gemeinsam an diesem Konzept zu arbeiten. Und Stakeholder sind wirklich alle, die das betrifft. Und so starten wir gemeinsam im Konzeptprozess einen Lernprozess, auf den wir uns gemeinsam machen. Und die Tagung ist dann zwar ein Produkt daraus, aber was hier passiert ist, dass viele Menschen, die in unterschiedlichen Institutionen sind, schon auf einem gemeinsamen Lernweg waren und die Erkenntnisse, die Perspektiven der anderen dann wieder in ihre eigene Institution hineintragen. Zusammengefasst, Lernen braucht Veränderung, Routinen helfen beim Lernen, und dazu brauchen wir viele gesellschaftliche Dialogorte. Ja, danke, Jakob Reichenberger. Auch du hast angesprochen, es geht darum, sich mit Fragen auseinanderzusetzen, Dialogräume zu eröffnen und auch neue Routinen. Es gibt ja den Begriff der Ökoroutinen, neue Routinen zu entwickeln. Neben der Maske fällt mir da vorher ein, es gab auch ein sogenannte gibt Raucherverbote, hat große Proteste am Anfang gegeben und jetzt wird das alles akzeptiert. Wir bleiben in der Erwachsenenbildung. St. Virgil ist sehr stark, ist eben hier in der Stadt Salzburg verankert, hat aber natürlich Besucher, Besucherinnen aus ganz Österreich. Und jetzt gehen wir wirklich in die Erwachsenenbildung in den Gemeinden, in den Dörfern draußen. Und da gibt es zum einen das Salzburger Bildungswerk, das hierfür zuständig ist. Und ich begrüße die Christa Wieland. Sie macht im Salzburger Bildungswerk zum einen Fragen der Entwicklungszusammenarbeit, zum anderen aber auch eben Fragen der Nachhaltigkeit. Liebe Christa, wann lernen aus deiner Sicht Gesellschaften und wie ist die Situation von Erwachsenenbildung in den ländlichen Gebieten, wo ihr stark ja anbietet? Vielen Dank, Hans. Ich glaube,
Ich kann ganz gut anschließen an das bereits Gesagte von Heidi Grobbauer, Sonja Schachner und Jakob Reichenberger. Von der globalen Welt arbeite ja ich sozusagen im kleinen Raum mit der Matrix sozusagen, die ja ganz ähnlich konstituiert ist. Wir sind in einer hochpluralisierten Gesellschaft, auch in den kleinen Landgemeinden ist das natürlich so. Wir brauchen eine Aushandlungsebene, wo wir zu Entscheidungen kommen, was gut oder richtig ist. Was uns auffällt, ist, dass in Gemeinden, in kleinen Einheiten, eines ganz besonders wichtig zu sein scheint, damit Lernprozesse glücken oder Veränderungsprozesse gelingen können. Und das ist eine Art, ich würde sagen, von Vorbildwirkung, die auch unmittelbar Rückmeldungen generieren kann. Konkret kann ich das sagen an einem Beispiel, wenn eine Gemeinde, ein Bürgermeister verantwortlich in einer Gemeinde Projekte initiieren und das ist jetzt ganz entscheidend, es ihnen wichtig ist, dass die Bevölkerung ihrer Gemeinde ihnen Rückmeldungen gibt, wie diese Prozesse sozusagen auf die einzelnen Mitglieder dieser Gesellschaft sich auswirken, dann entsteht so etwas, was der Jakob vielleicht auch gemeint hat unter dem dialogischen Prinzip, dass wir einander uns ein Feedback geben über Lernerfahrungen, die wir unterschiedlich machen. Und das ist ein großer Schritt in Sachen Veränderung, der uns immer wieder auffällt. Was wir auch feststellen, ist, dass Gesellschaften ein hohes Sensorium entwickelt haben für inkonsistentes Verhalten. Und da bin ich dem Jakob jetzt ganz dankbar für das Beispiel mit der Maske, weil ich möchte das um einen Akzent erweitern. Das Thema Nachhaltigkeit hat immer oder sehr häufig auch mit Konsum zu tun und die politisch Verantwortlichen bemühen sich rege und auch völlig zu Recht darum, dass wir dem regionalen Handeln und dem regionalen Tun eine Chance einräumen. Bei der Maske hat sich jetzt ganz interessant gezeigt, dass diese neuen für uns wichtigen FFP2-Masken ja in großen Stückzahlen, ich glaube 2,5 Milliarden, gekauft wurden, aber nicht hier in Österreich, sondern aus China importiert wurden. Das ist ganz interessant. Ich habe das ein bisschen recherchiert, wie es dazu kam. Und es kam einfach dazu, dass die Bundesbeschaffungsbehörde nach dem Bestpreisprinzip agiert. Das heißt, kaufen dort, wo es am billigsten ist. Die Sensibilität, die sich jetzt in der Bevölkerung in unserem Handeln in den Gemeinden sehr oft zeigt, ist, dass wir oft damit konfrontiert werden, dass uns gesagt wird, ja, da wird alles gefordert von der Politik, von euch in den Bildungseinrichtungen. Aber wer macht denn das? Wir sozusagen als Bürgerinnen und Bürger, wir sollten uns an den regionalen Handel halten, der vielleicht auch etwas kostenintensiver ist. Wenn es aber darum geht, große Beschaffungen anzustellen, wird ja doch wieder ganz anders gehandelt. Und auf diese Aspekte merken wir, dass die Bevölkerung, wie gesagt, eine hohe Sensibilität hat, das zu verstehen, zu herauszufiltern, und sie reagiert aus meinem Gefühl heraus auch ganz zu Recht dann mit einem Unverständnis. Schade ist es, und das kommt auch nicht selten vor, wenn die Reaktion auf das Bemerken dieses inkongruenten Verhaltens ist, dass man sagt, jetzt tue ich auch nichts mehr. Ziemlich zurück, es interessiert mich nicht, wenn die hohe Politik sozusagen nicht handelt, wie sie immer behauptet, wie es sinnvoll wäre, dann mache ich das auch nicht. Für uns ist es so, in Gemeinden zu arbeiten, zu versuchen, Veränderungsprozesse einzuleiten, ist tatsächlich, aber das ist banal zu erwähnen, ein nicht ganz einfacher Prozess. Und wir merken nicht selten, dass es Anreize braucht, das können finanzielle Anreize sein, das können Gratifikationsanreize sein, die Gemeinden, verantwortliche Bürgermeister, Bürgermeisterinnen dazu bringt, nachhaltige Projekte in der Gemeinde anzugehen. Geld funktioniert oder finanzielle Anreize funktionieren aus unserer Sicht hier nicht immer.
Das ist auch manchmal für mich ganz überraschend. Anfänglich haben wir gedacht, wenn man da ein bisschen Geld in die Hand nimmt, dann müsste das schon funktionieren. Wir merken auch, dass Anerkennungssysteme für Gemeinden ganz zentral sind. Das heißt, wenn eine Gemeinde nachhaltig etwas Tolles leistet, sich dann einmal vom Vorhang in einer Zeitung medial präsentieren kann, vorstellen kann, wie toll diese Gemeinde tätig ist, dann ist das ein hoher Wert für, ich sage jetzt Bürgermeisterinnen, Mitarbeiterinnen, die einfach verantwortlich sind. Aber ja, wichtig vor allem, und darum möchte ich das nochmal so schließen mit diesem Kreis, ist, dass es auf Aktionen, Veränderungsaktionen, die in Gemeinden vonstatten gehen, dass es ein Feedback gibt. Eine Rückmeldung über mein Verhalten, über meine Verhaltensveränderung. Wenn es ein positives Feedback ist, natürlich super, weil das wirkt als Verstärker. Das heißt, es wird wahrgenommen, unser Bürgermeister fährt jetzt auch, ganz banal gesagt, unser Bürgermeister fährt jetzt auch mit dem Radl. Der steigt jetzt nicht wegen 3 Meter. Das klingt jetzt sehr, sehr trivial. In der konkreten Form macht es etwas sichtbar, nämlich, dass diejenigen, die Entscheidungen zu treffen haben, auch verantworten müssen, auch tatsächlich sozusagen part of the game sind. Wir machen da mit. Wir fordern das nicht von unseren Mitbürgerinnen ein und sitzen da im warmen Kammerl, sondern wir machen das auch. Und das zeigt sich doch, dass das ganz erfolgreich ist. Ja, danke, Christa Wieland. Du hast auch jetzt die Vorbildwirkung der öffentlichen Hand angesprochen. Wir wissen aus der Transformationsforschung, dass etwas ganz wichtig ist, um einen Wandel voranzubringen, dass alle mittun müssen, dass es alle trifft. Das weiß man von Unternehmen, da brauchen eigentlich alle Unternehmen gleiche Marktbedingungen, aber das gilt auch für uns als Individuen. Wenn die einen billig fliegen dürfen, warum soll ich es nicht tun? Ja, wir bleiben jetzt, wenn ich das so sagen darf, im ländlichen Raum und kommen jetzt zu einer Organisation, die sowohl Kulturveranstaltungen, aber auch Bildungsveranstaltungen und auch sehr praktische Projekte durchführt. Ich darf den Christian Vötter begrüßen. Er ist Geschäftsführer von Tauriska mit Sitz eben in Neukirchen am Großen Venediger. Tauriska macht aber auch Veranstaltungen in der ganzen Region und auch im Land Salzburg. Und er ist ein Fan und Vertreter von Leopold Kohr und auch der Leopold Kohr Akademie. Und da setzt er sich auch für lokale Initiativen ein. Christian, du bist hier und auch an dich dieselben Fragen, die ich schon gestellt habe. Ja, ich sag mal grüß Gott in die globale Welt, obwohl ich, dass ich total ein regionaler Mensch bin. Ja, was lernen wir aus Gesellschaften? Also man erkennt erst, wenn der eingeschlagene Weg nicht mehr funktioniert und wie wir es gerne haben möchten, ist man bereit dazu, etwas zu verändern und man beginnt sich mit anderen neuen Dingen zu befassen. Und das ist immer mit Lernen verbunden. Allein wenn man jetzt schaut, die Technik, die uns ständig daran hält, dass wir weiterlernen und dass wir etwas tun. Es kann aber auch sein, dass wenn die Arbeit verloren geht, aus gesundheitlichen Gründen, dass sich das Umfeld verändert oder dass der gewohnte Lebensstil nicht mehr leistbar ist oder durch Krisen, wie wir jetzt immer mehr sehen, durch Umweltkatastrophen, Erdbeben, Lawinen, Erdrutsche, Überschwemmungen, Krankheiten und Seuchen, aber auch Atomkatastrophen, Finanz- und Wirtschaftskrisen. Dann sind wir vielleicht dabei, etwas verändern zu wollen. Ich sehe in unserer Arbeit, dass gerade Bildungsangebote in einer Krise besonders schwer umzusetzen sind, sondern da muss man sich dann vermehrt in Projekte hineinarbeiten. Bei uns steht ja seit 35 Jahren die Philosophie von Leopold Kohr im Mittelpunkt, da wo es darum geht, um das menschliche Maß, um den überschaubaren Raum und die Verbindung zwischen Menschen, Natur und Kultur. Viele unserer Projekte sind einfach, die wir merken, die Leute brauchen das vielleicht. Zum Beispiel haben wir Möbelinitiativen in Bewegung gebracht. Wir haben mit einer modernen Obstpresse auf einmal die regionalen Produkte moderner gemacht. Wir haben regionale Frühstückstaschen entwickelt.
initiiert, da wo sich die Leute zur Entschleunigung treffen. Wir haben Kunstprojekte gemacht und wir sind auch in die Schulen gegangen. Also gerade die Arbeit mit den Jugendlichen, die wir einfach gelernt haben, Eigenverantwortung zu übernehmen, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, mehr Selbstvertrauen zu geben und auch sich ein anderes Wissen anzueignen. Wir wollten so eine Art Lebensschule sein für die Schüler. Und wir haben jetzt 4 Jahre mit den Pinzgauer Schönberchten, mit den Dresdnerinnen, ein Projekt entwickelt, wo wir ihr Thema aufgearbeitet haben, zusammen mit Wissenschaftlern. Und einzigartig war einfach wirklich, dass Wissenschaftler und Brauchtumsausführende einmal gemeinsam gearbeitet haben. Gemeinsam das Gespräch suchen, gemeinsam Feldforschung zu betreiben. Und es wurde damit erreicht, dass die Brauchtumsausführenden ein Wissen über ihren Brauch bekommen haben. Und dadurch hat ein reger sozialer Austausch stattgefunden. Letztes Jahr haben wir begonnen mit unserer Projektidee Schafsohrmarke zum Thema Schaf etwas zu entwickeln. Auch wieder aus der Region. Es hat ja in den letzten Monaten sehr viel Thema gegeben von den Schafbauern, die große Befürchtungen haben. Und so haben wir gesagt, jetzt nehmen wir dieses Thema mal her und werden das in Ausstellungen, Workshops und verschiedenen Programmen machen. Dazu haben wir Künstler eingeladen, denn uns ist immer wichtig, ein interdisziplinäres Denken zu schaffen, wo man eben den Austausch verschiedenster Menschen und Fachbereichen mit deren Synergien einbindet. Und auch, du hast es ja ganz am Anfang gesagt, dass man auch Idole mitnimmt. Und wir haben ja vor 20 Jahren begonnen, mit dem Alternativen Nobelpreis und mit dem Nuclear Free Future Award Menschen einzuladen nach Salzburg oder zu uns in die Region, um Menschen aus der Region mit diesen Vorbildern, die ähnliche Themen auf der ganzen Welt haben, in Verbindung zu treten. Und das ist eigentlich, was wir jetzt gemerkt haben. Wir merken auch jetzt in der Zeit, wo wir diese Pandemie da haben, also Leute zu mobilisieren, sehe ich im Moment, ist gar nicht so einfach, sondern wir müssen ihnen eher Mut geben und einfach sie in Projekte hineinholen und mit ihnen dann zu arbeiten. Das wäre für mich einmal so der erste Einstieg und immer in Verbindung, also Mensch, Natur und Kultur. Ja, danke Christian Förter. Du hast das Stichwort regionales Wirtschaften angesprochen. Ich denke, das wird an Bedeutung gewinnen, aufgrund der Pandemie, aber auch aufgrund der Klimakrise. Ich hatte vor kurzem die Möglichkeit gehabt, im Radio Salzburg zu sprechen und da hat es viele Anrufe gegeben. Wir wollen das eigentlich noch viel stärker haben. Das heißt, ich glaube, das wird schon ein Zweig sein, der an Bedeutung gewinnt. Wir wechseln jetzt einmal in die Schule und ich darf den Michael Walter begrüßen. Michael unterrichtet an der Rudolf Steiner Schule. Er ist UNESCO-Schulreferent und Leiter des Umweltteams der Schule und die Steiner Schule ist auch Ökologschule. Ich sage jetzt dazu, es gibt sehr viele tolle Organisationen in Salzburg. Hier habe ich jetzt einmal als Gäste jene, die in diesem Netzwerk als Personen sich zusammengeschlossen haben mit ihren Einrichtungen. Aber es wurde vorhin schon gesagt, es gibt das Friedensbüro, Afratisches Institut, Intersol, viele Organisationen, die auch Bildungsarbeit leisten. Und Michael Walter ist eben der Vertreter von den Ökologschulen heute bei uns. Michael, du bist, hörst mich? Ja, danke. Hörst du mich? Ja. Ja, vielleicht gleich zu dieser Frage, wann lernen Gesellschaften? Und da würde ich eigentlich sagen, dass man in erster Linie das beherzigt, was Robert Jung eben als Leitspruch immer hatte, Betroffene zu Beteiligte machen. Also das ist ja dieser Klassiker, aber für mich ist der nach wie vor zentral. Also wenn man betroffen ist, berührt, bewegt, vielleicht verletzlich, dann weitet sich zwar innerlich so die Empfindung, so für die Welt, aber die Betroffenheit allein kann eben auch dann die Willenskraft, die Tatkraft hemmen. Und durch Corona sind wir natürlich alle die Betroffenen, besonders aber doch auch die Kinder und die Jugendlichen durch sehr
eingegrenzte Lernerfahrungen, aber eben auch besonders eben durch diese Einschränkung der sozialen Kontakte. Weiter sind aber die Kinder und Jugendlichen betroffen, ganz wesentlich und dauerhaft eigentlich von den Folgen des Klimawandels. Aber ich möchte doch einmal etwas überspitzt sagen, auch von der Scheinheiligkeit der Erwachsenenwelt, wenn etwa die EU jetzt weiterhin Milliarden Euro für umweltschädigende Agrarkonzerne ausgibt und diese dann als grünes Landwirtschaftsprojekt verkauft. Ja, jetzt zu unserer Einrichtung, Betroffene zu Beteiligten machen. Das versuchen wir eben seit 15 Jahren in der Rudolf-Steiner-Schule mit einem starken Schwerpunkt von Umwelt- und Friedenserziehung. Wobei eben die Schülerinnen sollen Weltoffenheit und Weltinteresse bekommen, ohne dass wir da mit dem Zeigefinger Hinweise geben, was zu tun wäre. Und gerade weil wir als Waldorfschule doch Privatschule so eine Sonderrolle haben, war es mir wichtig, dass wir alle staatlich anerkannten Levels erreicht haben. Du hast es eh schon erwähnt, Umweltzeichen Schule oder UNESCO, Ökolog oder Klimabündnis. Ja, und jetzt konkret, also dieses Lernfeld, vielleicht an einigen wenigen Beispielen, klimaschonendes Handeln zu lernen, das können eben die Jugendlichen einmal im Jahr, wenn wir haben den zum Beispiel einen autofreien Tag oder diese bekannten Aktionen wie wir sammeln grüne Meilen. Also da werden die Kinder einfach dann angehalten, einfach dann mitzuwirken und auch ihre Fantasie einzubringen. Dann ein zweiter Bereich, das ist eben ein blinder Fleck, denke ich, beim Klimaschutz, das ist die Ernährung an den Schulen. Bei vielen Schulen ist es so, dass das Essen, Tiefkühlessen von St. Pölten dann hergekarrt wird für die Mikrowelle. Und das ist bei uns eben wirklich ein Schwerpunkt. Wir haben eine Bio-Schulküche, wo jeden Tag frisch gekocht wird, eben auch mit regionalen Produkten, aber natürlich eben auch mit Fleisch. Wenn die Bio-Fleisch kostet es dann etwas mehr, aber eben auch nicht jeden Tag. Ja, und da denke ich, da könnte wirklich an den vielen Schulen doch da einiges weiterentwickelt werden. Dann vielleicht noch eine Besonderheit, das ist der Gartenbauunterricht bei uns. Das ist so, dass wir haben auch gerade von Global 2000 da eine Auszeichnung bekommen. Die 12- bis 14-Jährigen, die haben einmal in der Woche eine Doppelstunde Gartenbauunterricht, sind also bei jedem Wetter draußen, je nach Jahreszeit, jäten, pflanzen, ernten, kompostieren oder im Winter eben das Kochen oder Marmelade und Gewürze herrichten. Und da kriegen sie eben dreimal den Jahreskreislauf der Natur mit. Ja, vielleicht gar nicht zuerst einmal so bewusst, aber insgesamt prägt es doch, das sagen eben auch dann die Oberstufenschüler, die dann die Schule verlassen. Ja, und vielleicht als letztes Beispiel jetzt noch zu dem Thema Friedenserziehung. Das ist ja bei den UNESCO-Schulen ein zentrales Thema. Und da möchte ich herausgreifen, dass der bekannte Marco Feingold, der ein guter Freund unserer Schule war und 15 Jahre Workshops gemacht hat an der Schule. Und da geht es natürlich neben dem Hinschauen auf das Nazi-Gräuel wesentlich um Demokratie und Freiheit in unserer Gesellschaft und natürlich auch wieder ums Wissen und das Einhalten der allgemeinen Menschenrechte. Ja, und das hat eben dazu geführt, dass wir jedes Jahr eben zuerst mit Marco Feingold eben am 9.11. in der Stadt, in der Altstadt, eine Feier hatten, Gedenkfeier anlässlich des November-Pogroms. Und ja, da singe ich mit den Jugendlichen und da kommen eben wirklich aus allen Gassen, kommen sie, die alten Menschen wackeln daher, die eben damals dabei waren eben. Und wichtig ist, uns ist aber eben jetzt nicht nur der Rückblick eben auf diese Zeit, sondern dass eben die Jugendlichen dann einzelne Artikel aus der Erklärung der Menschenrechte auswendig lernen und sprechen und dass wir eben dann auch diskutieren, eben Recht auf Freiheit, Eigentum, Sicherheit. Und wenn ich denke zum Beispiel
Amerika, vielleicht nicht an den letzten zwei Tagen, sondern an den Wochen vorher, da ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man da einfach auf die Menschenrechte immer mehr hinschaut. Ja, und vielleicht kurz zusammenfassend, das gilt natürlich jetzt nicht nur für unsere Schule, sondern für alle Schulen. Irgendwie geht es einfach darum, dass man mehr Empathie, mehr Begeisterung, man könnte auch sagen, mehr Liebeskräfte für die Erde und die Mitmenschen entwickelt in der Schulzeit. Und das Ziel kann ja nur sein, dass man eben eine Basis schafft, dass die Jugendlichen später, wenn sie erwachsen sind, eben mit einem größeren Verantwortungsgefühl in der Welt tätig sind, als teilweise das eben in unserer Generation der Fall ist. Ja, danke, Michael Walter. Du hast eben das praktische Tun oder wie es die Sonja vorhin gesagt hat, auch die Selbstwirksamkeit angesprochen und auch unseren Leitspruch Betroffene zu Beteiligten machen, den ich sehr wichtig finde, mit der Einschränkung, dass wir natürlich in sehr, sehr komplexen Gesellschaften leben und auch arbeitsteilig vorgehen müssen. Und ich dazu stellen würde, wir brauchen auch wieder die Wiedergewinnung von Vertrauen ineinander und Vertrauen in Institutionen, die sagen durch, weil wir müssen auch arbeitsteilig vorgehen. Ein Ansatz der Transformationsforschung setzt darauf, dass wir lernen von Menschen, die aus ganz woanders herkommen, seien es Migranten oder Migrantinnen. Und ich habe jetzt einen Gast, nämlich die Brigitte Trabeck, zu begrüßen. Die arbeitet in der Regionalstelle des Klimabündnisses. Das ist eine österreichweite Organisation, ein Klimabündnis Salzburg. Und einer ihrer Ansätze ist, dass sie fragt, was können wir von Indigenas lernen, weil das Klimabündnis auch Partnerschaften mit den Indigenas hat. Aber Brigitte kann das selber viel besser erzählen. Brigitte, ich glaube, du bist hier. Und natürlich auch an dich die Frage, wie schätzt du es ein? Wann lernen wir als Gesellschaft? Vielen Dank, Hans. Ich glaube, ihr hört es mich gut, oder? Wir hören dich. Es ist schon viel gesagt worden und ich habe ein bisschen den Chat mitverfolgt und sehe, dass unsere Zuseherschaft auch sehr informiert ist, teilweise auch frustriert bis hin zu Zorn. Und ich lege jetzt noch ein bisschen was drauf, indem ich da die Sicht der Indigenen mit einbringe. Mit einem Statement, Amazonien heute, diese Schönheit ist ein verletzter, deformierter Ort der Gewalt. Diesen Schluss haben Indigene gezogen bei einer Woche der Indigenen vergangenes Jahr, organisiert durch den Indigenen Missionsrat SIME in Brasilien. Das verwundert nicht, vor dem Hintergrund, dass die Entwaldungsrate sehr stark angestiegen ist, bei über 11.000 Quadratkilometer wieder liegt. Das ist ein bisschen größer als Kärnten, etwas kleiner als Oberösterreich, diese Fläche. Und es gibt viele Probleme, dass die Rechte von Indigenen mit den Füßen getreten werden, am Beispiel Brasilien. Gleichzeitig sagen auch diese Indigenen, es geht um eine ausgeglichene Gesellschaft, die ökologisch verantwortlich handelt. Und was wir machen sollten, ist eine Diskussion über eine gemeinsame Zukunft zu führen, unsere Zukunft auf diesem Planeten Erde mit begrenzten Ressourcen, mit endlichen Ressourcen, die sich nicht ein paar wenige nehmen können, um sich zu bereichern. Ich glaube, darum geht es uns allen hier, die wir heute zusammensitzen. Ja, und letztlich, was wir versuchen beim Klimabündnis, ist diese Klimaschutzbildung auf das zu lenken, dass wir einen gesamten Planeten haben. Also Klimaschutz nicht als einzelne Teile sehen in der Mobilität oder beim Energiesparen oder beim Wohnen, sondern hin zu Lebensstilfragen zu lenken. Beispielhaft dafür sind das Palmöl im Diesel beigemischt oder das Soja im Tierfutter. Also wirklich unbequeme Fragen zu stellen, ist das der richtige Ansatz im Klimaschutz? Und was braucht es, dass wir als Gesellschaft lernen, ein bisschen aus der Praxis gesprochen, was wir versuchen zu nutzen und wo wir vielleicht da und dort kleinere Erfolge einfahren können, ist, dass wir ganz klassische Formate nutzen, wie einen formalen Lehrgang für Gemeindevertreter, bis hin zu den schon angesprochenen Klimameilen, die die Kinder sammeln, eine europaweite Kampagne. Das ist einfach ein ganz praktisches Tool, bis hin auch zu Kulturangeboten. Wir haben schon Klimakabarets gemacht oder es gibt einen Klimamönch,
Und ich denke, das ist wahrscheinlich bei allen den Sachen, denen wir umsetzen, also die wir alle erreichen möchten, es braucht ein Sammelsurium an Maßnahmen. Der Radwegebau in einer Gemeinde ist auch nicht damit getan, dass der Radweg physisch gebaut wird, sondern es braucht eine Begleitung dazu, es braucht die Öffentlichkeitsarbeit, es braucht den dann radelnden Bürgermeister, es braucht ganz viele Elemente. Und wenn ich gefragt werden würde, was am besten wirkt, also wo wir es am besten schaffen, unsere Gemeinden, unsere Schulen und unsere Betriebe mitzunehmen bei den Anliegen, ist, wenn wir einen Bezug herstellen können, einen persönlichen. Letztlich ist ja das Klimabündnis gegründet worden von Städten und Gemeinden, die in den 80er Jahren gesagt haben, die Amazonasentwaldung hängt mit uns in Europa zusammen und wir müssen da eine Partnerschaft aufbauen, um einen Bezug herzustellen und dieser Partnerschaft auch ein Gesicht zu geben und Menschen dort zu kennen, die dort leben und dort wirken und die ihren Lebensraum, den Regenwald, schützen wollen, weil sie ihn einfach bewirtschaften und dort leben wollen. Ja, genau. Und ein Gedanke, der mir noch gekommen ist, weil das schon ein paar Mal angesprochen worden ist von den Vorredenden, ist, ich glaube, wirklich diese Betroffenheit oder dieser Bezug ist ganz, ganz wichtig, wo wir aktuell große Erfolge haben, ist, wenn man das Thema Ernährung bei Jugendlichen anspricht. Das ist ein Feld, wo sie selber was verändern können, wo sie was bewirken können und damit auch eine große Bereitschaft da ist, sich dem Thema inhaltlich zu widmen und auch wirklich was zu verändern. Und mir hat das sehr gut gefallen, wie die Sonja angefangen hat mit diesem nicht back to normal, sondern irgendwie vorwärts in eine bessere Richtung. Diese Kontinuität, sich für die Sache einzusetzen, das haben die Indigenen definitiv und brauchen sie wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr noch als wir, weil es da um eine unmittelbare Bedrohung ihres Lebensraumes geht. Und das ist ein Aspekt, den wir auch von ihnen lernen können, dieses beharrliche Festhalten an hin zu dieser positiven Veränderung. Ja, danke, Brigitte Brabeck. Ich denke, die Indigenas haben auch eine intensive Naturerfahrung, etwas, was bei uns auch wieder mehr kommen soll und kommen wird. Es gibt ja mittlerweile Wilderness-Camps, Dinge wie Simplify Your Life, geh wieder hinaus in die Natur. Und eine Organisation in Salzburg macht tatsächlich sozusagen auch Fortbildung in Anführungsstrichen oder ermöglicht Naturerfahrungen, in der Information mit Erfahrung verbunden wird. Und das ist der Naturschutzbund. Ich darf jetzt den Hannes Augustin, er ist Geschäftsführer des Naturschutzbund Salzburg, begrüßen. Und er bittet dich, uns zu berichten, ja, was ihr macht, was Naturerfahrung bedeuten kann. Und letzten Endes bist du auch ein sehr politischer Mensch, was du sonst noch denkst, wie wir zur Veränderung kommen. Lieber Hannes. Ja, danke auch von meiner Seite. Einen schönen guten Abend. Nicht aus der Natur, sondern aus dem Büro. Ja, zur Frage, wann lernen Gesellschaften? Einerseits denke ich schon auch, dass es halt der Fall ist, wenn äußere Anlässe eben da sind, wenn uns das Hochwasser bis zum Hals steht, so aus Umweltsicht zum Beispiel, oder momentan konkret, wenn das Virus vor der Nasenschleimhaut lauert, aus gesundheitlichen Gründen, oder wenn eben das Klima unerträglich wird, wenn man die Auswirkungen richtig zu spüren bekommt, na ja, dann werden wir uns aufmachen, etwas zu unternehmen und vielleicht etwas dazu zu lernen. Zumindest, dass man dann die Klimawandelanpassungen schafft, wenn man schon den Klimawandel selber vielleicht nicht mehr aufhalten kann. Aber ich möchte es jetzt nicht nur pessimistisch betrachten. Also es gibt sicherlich auch andere Motivationen fürs Lernen und so, wie du, Hans, am Anfang ja ausgeführt hast, dass eben auch durch Einsicht, durch Vorbilder oder auch durch neue, möglichst verständliche Regeln etwas bewirkt werden kann. Und ich darf vielleicht auch anknüpfen bei Michael Walter, das hat mir sehr gut gefallen,
sein Schluss, also wie Schüler eben auch bewegt werden sollen, zu mehr Empathie und Begeisterung, dass die geschaffen werden soll, dass man damit eben letztlich dann Verantwortungsgefühl schafft. Und da bin ich auch eben bei der Motivation für unsere Aktivitäten. Was ist notwendig für Lernen durch Naturerfahrung? Und da denke ich, einerseits ist einmal ganz wichtig, allgemein Aufmerksamkeit zu erregen oder überhaupt aufmerksam zu sein für das, was um uns herum passiert, was uns umgibt, die Umwelt, die Lebensräume bis hin zur Erde und zum Klima, aber eben auch gerade also die belebte Mitwelt, da können wir bei uns selber anfangen, bei Menschen, bei unseren eigenen Befindlichkeiten, aber dann weiter zu unseren tierischen Mitbewohnern, zu den Pflanzen, zu den Einzellern, Bakterien, bis hin zu den Viren, die derzeit vielleicht sehr viel Aufmerksamkeit gerade bekommen. Ganz wesentlich scheinen mir dann eben auch, dass wir konkrete Naturbeobachtungen machen. Da haben wir auch beim Naturschutzbund ein Tool, eine Möglichkeit. Unter www.naturbeobachtung.at ist jeder eingeladen, eben auch seine Beobachtungen der Umgebung bekannt zu geben, dazu zu lernen. Man kann Organismen sehen, erkennen, bestimmen, weiter zuordnen und letztlich, indem man solches macht, notiert, Daten sammelt, gewinnen wir auch weitere Informationen und können dann daraus Schlüsse ziehen und Erkenntnisse gewinnen. Und da bin ich beim weiteren Punkt, naja, das sind eben dann die erforderlichen Handlungen, die sich ableiten lassen, die wir setzen können oder sollen. Und hier auch ein paar konkrete Aktivitäten von unserer Seite. Ja, natürlich wollen wir durch Exkursionen versuchen, Menschen für die Natur zu begeistern und eben auch zum Lernen über die Natur animieren. Konkret war vielleicht auch im ersten Lockdown spürbar, dass die Menschen sich auch wieder etwas mehr der Natur zugewandt haben und überhaupt zum Beispiel gesehen oder gehört haben, weil das war gerade halt auch im Frühling, das Vogelgezwitscher vor ihren Häusern oder von den Balkonen, dass das überhaupt wieder mal wahrgenommen worden ist. Und solche Dinge sind jedenfalls auch sinnvoll, notwendig eben für den Umgang eben auch mit unserer Mitwelt. Und da versuchen wir eben auch über Naturerlebnisse etwas beizutragen, vor allem auch mit Jugendlichen, Naturschutzjugend, Naturdetektive haben wir eine Gruppe, wo wir das befördern wollen. Oder mit Praxistagen, wo es darum geht, Pflege von Flächen zu zeigen oder Anlage von Blühflächen vorzuzeigen, bis hin dann zu Projekten. Ja, es ist gerade was in Vorbereitung zum Aufblühen, wo wir über die Pflanzenwelt mehr Kenntnisse vermitteln wollen. Aber letztlich geht es dann eben auch ums Anregen zum Tun. Haben wir auch ein Motto, jeder Quadratmeter zählt, wo jeder was tun kann vom eigenen Balkon im Pflanzen. Kisterl bis hin eben dann zu den Gärten oder letztlich zu unserer Welt, zu den anderen Biotopen. Also grundsätzlich geht es dann um ein Engagement im Naturschutz, im Umweltschutz, im Klimaschutz. Und ja, dass man vielleicht also ein konkretes Beispiel noch hat, also ich könnte aus der Pflanzenwelt genauso was nehmen, aber nehmen aus der Tierwelt, wenn wir hinausführen eine Exkursion, zum Beispiel zum Thema Biber, da geht es uns nicht nur darum, diese Tierart kennenzulernen, wie es aussieht oder das Verhalten, die Lebensweise, sondern es geht letztlich darum, dessen Lebensraum, der ja auch zum Teil unser Lebensraum ist, kennenzulernen, dass man die Fließgewässer kennenlernt, dass man schaut, ja, was passiert dort, dass Wasserrückhalt passiert mit seinen Bauten, was bei uns eben auch gleichzeitig wieder beim Wasserbau entsprechende
Kenntnisse, Erfahrungen zeigt, dass wir ja, uns auch mit Themen der Raumordnung dann auseinandersetzen müssen, dass man vielleicht eben nicht Überschwemmungsgebiete dann als Bauland nutzen sollte, dass man da erkennt, dass auch Handlungsbedarf ist für die Politik, dass man hier am besten doch rote Zonen ausweist und einhält, dass man eben die Politik dann eben auch ja, dahin bewegt, sinnvolle Vorgaben zu machen und eben diese Zusammenhänge zu sehen. Also, und in diesem Sinn ist es uns wichtig, eben mit der Beobachtung, mit dem Lernen der Natur vor der Haustüre zu Erkenntnissen zu kommen und zu Handlungen zu kommen, die uns sowohl als Individuen gut tun, aber dann natürlich auch der Gesamtheit der Gesellschaft gut tun. Danke auch dir, Hannes Augustin. Natur ist etwas Emotionales, aber wie du uns mitgeteilt hast, auch durchaus etwas zu begreifen, die Komplexität und die Notwendigkeit des Funktionierens von Ökosystemen.